Immer alleine Kaffee trinken gehen? Boah, ist halt langweilig. So als Single? Du bist nicht allein, du bist nicht allein, du bist nicht allein, du bist nicht allein. Wer ist das denn? Die ist ja niedlich. Lüfte mein Geheimnis steht da drauf. Und eine Telefonnummer. Gleich mal anrufen. Ausgerechnet die Firma Turmsahne kümmert sich jetzt um vereinsamte Herzen. Die Oldenburger Milchexperten drucken neuerdings Gesichter norddeutscher Singles auf ihre Kondensmilch-Portionspackungen. Die Idee ist bei uns im Marketing entstanden, eine solche Single-Börse mit einem Konsumprodukt zu koppeln. Und wir haben dann einen starken Partner gesucht, den wir in Hitradio Antenne gefunden haben. Und wir haben dann gemeinsam diese Aktion weiterentwickelt und haben dann als Ergebnis eben diese 60 Sahne-Singles auf unseren Kaffeesahne-Portionspackungen draufgedruckt. Jeder Sahne-Single hat eine eigene Telefonnummer bekommen, sodass eine sofortige Kontaktaufnahme möglich ist. Aber nicht jeder, der aufs Milchtöpfchen wollte, wurde angenommen. Das Ganze lief über einen Casting-Aufruf übers Radio. Wir sind damit begonnen am 14. Februar, am Valentinstag. Dort haben sich ca. 200 Personen beworben, um an dieser Aktion teilzunehmen. Daraus haben wir dann 60 ausgewählt und diese sind dann zu einem professionellen Fotoshooting eingeladen worden und dann entsprechend auch die Bilder so präpariert worden, dass wir sie auf unsere Portionspackung aufbringen konnten. Ein Konterfei auf eine Portionspackung zu drucken ist gar nicht so einfach. Schließlich soll der Single ja auch allererste Sahne präsentiert werden. Diese Deckelfolie, die wir aufbringen und aufsiegeln müssen, ist in einem Tiefendruckverfahren hergestellt worden. Und dazu ist es notwendig, dass für jede Farbe ein einzelner Zylinder hergestellt wird. Und dadurch, dass man Menschen aufgenommen hat, hat man natürlich auch viele verschiedene Farben. Und für jede einzelne Farbe, wie gesagt, braucht man einen Zylinder. Und diese Zylinder sind sehr kostenintensiv und sehr teuer. Und deshalb ist der Investitionsrahmen, den wir hier zugrunde gelegt haben, doch recht umfangreich gewesen. Ganz schön viel Aufwand also, um die Probanden an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Ebenso sorgfältig ist Turmsahne auch beim Inhalt der Töpfchen, der bei dieser Aktion ja fast nebensächlich wirkt. Aber trotzdem muss die Qualität natürlich stimmen. Im Labor wird regelmäßig Kaffee gekocht. Nicht um ein gemütliches Kränzchen abzuhalten, sondern um zu testen, wie sich die Kondensmilch bei verschiedenen Temperaturen verhält. Im rechten Reagenzglas befindet sich 85 Grad heißer Kaffee, im mittleren Glas beträgt die Temperatur noch 80 Grad. Im linken Gläschen wird getestet, was passiert, wenn der Kaffee auf die Sahne draufgeschüttet wird. Auch hier muss sich die Milch erwartungsgemäß verhalten, sie darf keinesfalls ausflocken. Wenn hier alle Tests bestanden werden, dürfen die Kondensmilchtöpfchen der jeweiligen Produktion auch ausgeliefert werden. Und das ist ja auch ganz im Sinne der Sahne-Flirt-Singles. In den Produktionshallen bei Turmsahne geht es, ebenso wie im Labor, wenig romantisch zu. Es wird immer nur ein Produkt zurzeit abgefüllt. In diesen Tagen ist gerade Schokoladensoße an der Reihe. Neben Kaffeesahne, Kondensmilch, Kaffeeweißer, Schlagsahne, Kakao, Erdbeer, Vanille, Schokomilch und Vanillesoße gehören auch die berühmten Karamellbonbons ins Produktportfolio von Turm. In über 20 Länder werden die Oldenburger Köstlichkeiten exportiert. Die Sahne-Single-Packungen sind jedoch nur im norddeutschen Raum erhältlich, damit sich die möglichen Paare auch treffen können. Also sie sind alle aus dem norddeutschen Raum. Sie sind ja gecastet worden über Hitradio Antenne und sie bewegen sich halt alle aus dem Sendegebiet von Hitradio Antenne heraus. Niedersachsen in erster Linie, aber auch Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg bis an Nordrhein-Westfalen heran. Wenn es um die Partnersuche geht, scheinen die Damen etwas mehr auf die Sahne zu hauen als das sogenannte starke Geschlecht. Also man muss sagen, dass deutlich mehr Frauen sich beworben haben für diese Aktion. Wir haben jetzt bei diesen 60 Singles eine Quotelung von ca. 60% Frauen und 40% Männer. Das hängt einfach damit zusammen, dass eben mehr weibliche Bewerber da waren. Und offensichtlich ist auch so, dass sich die Frauen auch mehr trauen und sich mehr zutrauen und einer solchen Aktionen gegenüber doch aufgeschlossenere sind als die Männer.
Wenn Sie auch mal eine echte Sahneschnitte oder einen Sahnetypen kennenlernen möchten, müssen Sie nicht unbedingt Kaffee bis zum Abwinken trinken. Auf der Internetseite www.sahneflirt.de können Sie auch interaktiv einen Sahneflirt in die Wege leiten. Und so ist auch unser Single vom Anfang des Films froh, endlich eine neue Perspektive für sein eingerostetes Liebesleben gefunden zu haben. Du bist nicht allein.